Recht herzlich willkommen zur 31. Folge von This War of Mine. Ja, wir haben letztes Mal den Rücktritt angetreten. Hört sich auch cool an. Wir hatten relativ viel mitgebracht und müssen jetzt gucken, dass wir unsere Leute verarztet kriegen. Das Problem ist, Bruno hat eine tiefe Wunde, braucht Bandagen, Maren ist blass und hustet die ganze Zeit, er sieht schwer krank aus. Okay, er ist nicht mehr todkrank, er ist jetzt schwer krank. Das ist ja schon mal etwas. Was denkt sie? Wir haben die Stadt an den Dienst erwiesen, um diesen Gangstern zu stehlen. Okay, das sind Gangster, alles klar. Sie haben unschuldige Zivilisten ausgeraubt, er könnte sich revanchieren, auch gut. Wenn wir jetzt zum Überleben stellen, müssen es mir lieber, wir stehlen von Gangstern als von unschuldigen Menschen. Keine einzige Sorge ist, dass es gefährlich ist. Gut. Und Bruno, bin froh, dass Katja diese Renditen bestohlen hat. Wir werden hier vor Ort besser einsetzen, als sie es tun würden. Gut, wo ist Bruno? Bruno sitzt da. Bruno kocht erstmal Essen. Und zwar das. Und das Ganze doppelt. Doppelt geht nicht, weil uns auf jeden Fall ein Holz fehlt. Dann machen wir da einen herstellen. Der Ofen hat einen, der Ofen hat zwei, okay. Müssen wir jetzt aber zwei machen können, das geht, wunderbar. Das ist auch gut so. Katja ist sehr müde. Dann geht sie erstmal runter. Hungrig, schwer krank, erholt sich, deprimiert. Das ist Pavel, leicht krank. Leicht verletzt, traurig. Katja geht dahin. Bruno ist hungrig, der sollte also erstmal was essen. Und dann können wir da noch einen Käfig freimachen. Ich glaube, das geht nicht, weil wir kein Holz mehr haben. Richtig, gut. Ja, Bruno macht dann das. Der ist natürlich leicht krank, ne? Ach so, wir müssen Feuerholz machen. Aus Holz oder aus Teilen? Warte mal, wir müssen den machen, ne? Lass uns den erstmal herstellen. Das. Er arbeitet da dran. Und Bruno kann auch gleich die Falle wieder auffüllen. Kompost nicht. Flut das auch nicht, sondern das herstellen. Gut, was macht Bruno dann? Müde ist er auch noch, so ein Shit. So. Ist so kalt hier drin, genau. Guck mal da was rein erstmal. Brennglas für Schnaps. Okay, die Tür müssten wir noch besser machen in dem Sinne. Das können wir nicht machen, das brauchen wir nicht. Die Destille haben wir, glaube ich. Es wäre höchstens noch ein Bett sinnig. Da müssen wir nochmal genau überlegen, was wir da machen. So. Ja, ein verbessertes Heizgerät wird hergestellt. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob... Zack, machen, egal. Was kann er noch machen? Er ist hungrig, das heißt, er kann jetzt mal essen gehen. Katja ist auch hungrig, aber noch sehr müde. Und wie ist es mit... Nein, nicht dahin gehen. Schwer krank, erholt sich, hungrig. Das heißt, er geht dahin, er geht dahin. Gut, da fehlt so ein Feuerholz, das heißt, wir müssen nochmal Holz machen.
Was passiert jetzt hier? Er soll da runtergehen. Hunno legt Volz nach. So, 4 Grad, 5 Grad, 6 Grad. Ja, ist ja schon mal etwas, ne? Er ist auch müde. Geht nicht. Dann macht Bruno das noch. Pavel legt sich hin. Herstellen. Nee, der muss da gar nicht liegen. Der geht dahin. Der ist müde. Der muss schlafen. Schwer krank geht jetzt hier unten zum Schlafen. Sie ist nur müde. Das ist schon mal ein Schritt weiter. Die alle was zu sagen? Oder mal eine Sprechblase? Oder brauchen die Gespräche? Wahrscheinlich brauchen die Gespräche, ne? Bruno ist müde. Kann man nachlegen oder müssen wir noch bauen? Mal nachlegen. Schwer krank. Gott, der ist noch müde. Gehen wir nochmal gucken, was wir machen. Ah, schnell hier hinten hin. Da müssen wir ernten. Essen ist natürlich super, ne? Hat er es noch müde? Wäre schön, wenn sie das noch hinkriegt, ne? Und können nur einmal Schicksal machen mal. Oder geht, nee, zweimal geht auch, okay. Ach so, kein Wasser. Okay. Shit. Und Wasser kriegen wir nur wo gemacht? Hey, wo kriegen wir Wasser hergestellt? Das ist ja doof. Gott, der ist nicht mehr müde. Okay. So, Katja kann plündern dann gehen. Hungrig, leicht verletzt, traurig. Leicht krank, verletzt, deprimiert und müde. Er müsste schlafen. Schwer krank, deprimiert, schlafen. Aber er kann jetzt, rein theoretisch, da er nicht schwer krank ist, könnte er jetzt auch plündern gehen in dem Sinne. Im Krankenhaus natürlich nur und da sich verarzten lassen, ne? Aber Bruno ist verletzt. Das würde bedeuten, wenn Bruno, der zwar jetzt müde ist, aber der könnte ins Krankenhaus gehen, da würde der behandelt werden. Leicht krank, leicht verletzt, steht Wache. Hungrig, leicht verletzt, traurig. Hungrig, leicht verletzt, traurig. Leicht krank, leicht verletzt. Also geht er schlafen, sie steht Wache, er geht plündern und er schläft im Bett. Und Stadtkrankenhaus. Da waren wir schon, aber es ist 25%. Da ist Vorsicht geboten, ja. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Haufen sind, die wir wegräumen müssen. Also wenn, dann brauchen die Dingens, wie heißt es? Bandagen. Wir können was zu essen tauschen, aber ich glaube, das wollen die da gar nicht. Komm, wir gehen plündern. Gucken, dass wir irgendwas kriegen, da ist auch was, aber das ist gar nicht so leicht, ne? Ach, der kann da sogar hoch. Aber da war nichts. Wir gehen erstmal gucken, dass wir eine Verarztung hinkriegen.
Aha, ihm wird geholfen. Das ist doch schon mal der erste Schritt, den wir hier gut hingekriegt haben, oder? Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles, nehmen wir alles. Steht da. Ach so, die Schadensmeldung in dem Sinne. Da liegt zwar einer, aber den Rest brauche ich nicht. Ist da irgendwo einer? Ich glaube nicht, oder? Ohne macht das heute, ne? Da ist nichts. Tja, wenn die jetzt nicht da wäre, und die geht gerade runter. Komm, wir suchen schnell das durch. Nimm alles. Ich weiß nicht, wie ich dorthin kommen soll. Da weiß ich auch nicht, wie er hinkommen soll. Gut, dann gehen wir noch da. Da geht's auch nicht lang. Das heißt, wir müssen unten wieder zurück. Dann gehen wir da hoch. Und davon will er nichts haben. Und davon können wir auch nichts gebrauchen jetzt. Was ist da? Ja, den muss ich leider mitnehmen, weil ich habe Verletzte. So, dann noch nach oben. Aber da sind ziemlich viele Leute, ne? Obwohl, das können wir so durchsuchen, da sagt keiner was. Noch nach oben. Komme ich da hoch? Ne. Da ist wohl nix.
Dann da noch schnell hin. Oh, noch eine Bandage, super cool. Da weiß er nicht, wie er hinkommen soll. Das ist auch schade, ne? Ja, wenn da kein Weg ist. Und der. So. Läuft er weg? Bleibt er da? Jetzt geht er weg, oder? Nicht. Der sagt nichts, weil er nicht mich sieht. Hä? Die Tabletten nehmen wir alles mit, fertig. Und jetzt ab zum Ausgang. Gut. Ich denke, da haben wir es erst geschafft. War jetzt nicht unbedingt das Tollste hier. Aber okay. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.